Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einer meiner Zuschauerinnen. Und zwar: Hallo Herr Frahm, mir ist empfohlen worden, dass ich mich dem Mann, an dem ich Interesse habe, erst auf einer freundschaftlichen Basis nähern soll, da er anscheinend enorme Bindungsängste hat von seinen früheren Beziehungen, die etwas falsch verliefen, und ich ihn erstmal auf dieser freundschaftlichen Schiene kennenlernen sollte. Wäre das denn richtig? Ja, sehr gute Frage. Ich bin großer Verfechter dieser These, dass leidenschaftliche Beziehungen auch leidenschaftlich beginnen. Und dass langweilige Beziehungen, wo es in unserer Gesellschaft mehr als genug von gibt, auch in der Regel langweilig begonnen haben. Dass da kein großes, ja, dass da keine große Energie dabei war, dass keine große Power dahinter gesteckt hat oft. Und dass das sozusagen die Basis für die Beziehung, für die spätere Beziehung bildet. Das heißt, die Gefahr, die ich bei diesem Thema sehe, und ich beobachte das relativ oft, ist, dass die Leute dann sehr, sehr langweilig zusammenkommen. Denn diese Freundschaftsebene, diese Freundschaftsschiene, das ist eine ganz andere Energie, da ist viel weniger Power drin, als wenn sie richtig locker und lässig und in Freiheit zusammenkommen, sozusagen. Und wenn da richtig Power drin steckt, wenn da eine richtige Anziehung zwischen ihnen beiden ist. Das ist eine ganz andere Energie und das bestimmt meines Erachtens einen Großteil der Beziehung. Deshalb ist mein Tipp in dieser Situation nicht über die Freundschaftsschiene zu gehen, was sie natürlich machen können, aber ich würde es eher anders angehen. Ich würde eher dem Mann klar machen, dass sie keine Beziehungsabsichten haben, dass sie ihm Zeit lassen, dass sie sagen, ja, ich bin im Moment gar nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung. Ich genieße im Moment mein Single-Leben und ich weiß gar nicht, ob ich im Moment unbedingt eine feste Beziehung habe. Was Lockeres wäre für mich auch in Ordnung im Moment. Ich will einfach mal meine Freiheit genießen und einfach mal leben. Und dann hat der Mann die Chance zu sagen, oh, die ist aber anders als meine letzten 5 Freundinnen, die mich Tag für Tag immer mehr eingeengt haben und immer nur darauf gewartet haben, dass endlich Zusammenziehen kommt und dann Verlobung und Heirat und so weiter und so weiter. Ja, wahrscheinlich hat der Mann, wenn Sie sagen, der hat Bindungsängste, kann natürlich sein, dass der so Ex-Freundinnen gehabt hat, die immer mehr, 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 mehr haben wollten. Ja, und dass das dann wie eine frische Brise ist, wenn da eine Frau sitzt, wie sie, die sagt, ja, keine Ahnung, ich brauche im Moment gar nichts Festes. Ich wäre auch mit was Lockerem einverstanden, wenn da ein cooler Typ ist, der auch was mit was Lockerem einverstanden ist. Der Riesenvorteil bei dieser Variante ist, dass sie sich dann vernünftig kennenlernen können, auf einer lockeren Basis, ohne großen Druck, ohne große Erwartungshaltung, sondern sich einfach nur auf einer lockeren Basis treffen, mit viel Spaß, mit viel Lockerheit. Und das ist die einzige Chance, meines Erachtens, wie sich ein Mann und eine Frau heutzutage noch vernünftig kennenlernen können, ohne dauernd von Maske zu Maske zu sprechen. Ja, wenn jeder nur seine Hidden Agenda, seine versteckte Absicht hat, wo es denn mit diesem Partner irgendwann mal hingehen soll oder wo, ja, wie die Frauen manchmal schon den weißen Lattenzaun und das Eigenheim und wann macht er denn endlich den Antrag und wann ziehen wir denn endlich zusammen? Und viele Männer sind mittlerweile genauso drauf, genauso programmiert von unserer Gesellschaft. Aber das ist keine Art zusammenzukommen, das ist kein organisches Kennenlernen, wie man so schön sagt. Ein besseres Kennenlernen oder ein vernünftiges Kennenlernen ist, wenn das Ganze auf einer lockeren Basis, ohne großes Ziel und ohne große Erwartungshaltung passiert. Dann kann man sich wirklich kennenlernen. Und dann hat der Mann irgendwann die Chance zu sagen, hey, die Frau ist ja wirklich total cool, die engt mich überhaupt nicht ein, mit der habe ich einen Riesenspaß, ich kann gut mit der quatschen, mit der ist es locker, aber die erwartet nichts von mir, die drängt mich nicht in irgendwelche Ecken und ich muss auch nicht ständig den Mr. Right hier markieren, ich kann einfach mal so sein, wie ich bin bei dieser Frau. Was ist das für eine Weltklasse-Frau? Mit der würde ich gern mehr Zeit verbringen. Und dann können sie irgendwann nach und nach zusammenkommen. Und wie gesagt, das ist eine Art, sich kennenzulernen auf eine realistische Weise. Aber realistisch ist nicht, abends wegzugehen und zu denken, wo ist denn hier mein Mr. Right? Oder wo ist denn hier meine Mrs. Right? Oh, mit wem werde ich denn hier eine Beziehung führen können? Der da hinten, der ist zu klein, der ist nicht gut für eine Beziehung. Ja? Wie soll der mein Eigenheim bauen können, wenn der keine 1,80 groß ist? Und das klingt jetzt so witzig, aber so gehen die meisten Leute ihr Datingleben an und ja, schauen Sie sich mal um in der Welt, wie unsere Beziehungen aussehen. Also, wenn Sie wollen, testen Sie das gerne mal auf diese freie, lockere und wie ich finde, sehr, sehr realistische Art zusammenzukommen. Oder wenn Sie das nicht möchten, testen Sie auf die Freundschaftsebene zusammenzukommen und melden mir dann zurück, was draus geworden ist. Also, bis dahin, alles Gute, ciao.